They were brought up to believe that they were born to ordinary families, to loving and protective parents. Many years later, often by accident, they discovered that they are the descendants of Hitler's inner circle, children of war criminals. And it changed their lives forever. Er hat doch aber den Juden nichts getan. Ja, also ein paar hat er dann schon auch mal umgelegt. Ich war wie. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Die hatten ja gedacht, diese Generation, sie hätten Helden. Und was dann passiert, am Ende haben sie rausgefunden, sie waren Massenmörder. Also, das ist ja ein Hammer, ne? Ein paar. Ja, habe ich dir gesagt, was meinst du denn mit ein paar? Zwei oder drei oder vier oder was? Ich kann nicht einen Vater lieben, der Öfen voller Leichen hinterlassen hat. Wir haben dann geguckt, was ist der Nachlass. Also bestehend aus vielen Schwarz-Weiß-Fotografien, die aber immer nur sich um den Garten handeln, also um dieses schöne Leben in der Nähe von Auschwitz, was ich heute weiß, also sprich 150 Meter weg vom Krematorium. Why did you change your name? I'm not a mass murderer. I'm a product of his. Mein Bruder und ich, wir haben beide uns entschlossen, also zu verschiedenen Zeiten diese Operationen zu machen, um mehr oder weniger bewusst haben wir das gemacht, um keine weiteren Görings da zu produzieren, ne? Ja. סבא שלך בעצם רצח ומתעלל וחיזה Hab ich eigentlich nie Angst gehabt deswegen, dass ich sowas erben könnte, dass da in meinen Genen so etwas sein könnte, nach dem Motto das böse Blut von Heinrich, weil dann, also ich glaube, wenn ich sowas denken würde, dann würde ich ja letztendlich die Nazis wieder bestätigen mit ihrer schwachsinnigen Überzeugung, dass alles nur vom Blut abhängt. Und die Zelle ist nicht kurz ab. Sie die Edad, die du, oder? Ich weiß nicht, 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 ich weiß nicht,